Die Brücke, das war eine Künstlergruppe, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet wurde, unter anderem von Carl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel. Kontrastreiche Farben und der Verzicht auf Details waren charakteristisch für die expressionistischen Werke. Einen Großteil kaufte der Unternehmer Hermann Gerlinger für seine Sammlung. Die lässt der 90-Jährige nun versteigern. Den Erlös will er spenden für Denkmalschutz, Naturschutz und ein Würzburger Seniorenstift. Eigentlich verkaufte Carl Schmidt-Rottluff nie an Privatsammler. Doch bei Hermann Gerlinger machte er eine Ausnahme. Und es war ursprünglich sogar das Hochzeitsbild, das der Künstler seiner Frau schenkte. Du und ich. Der Würzburger Unternehmer hatte einen Draht zu den Künstlern, sammelte ausschließlich die Brückemaler. Seit 2017 war die außergewöhnliche Sammlung im Buchheim-Museum beheimatet. Es ist wirklich deutsches Kulturgut, und zwar die Sammlung in ihrer Geschlossenheit. Denn niemand anderes hat so geschlossen und chronologisch, systematisch, enzyklopädisch eine Sammlung zu den Malern der Brücke angelegt. Doch Hermann Gerlinger, 90 Jahre alt, hat sich anders entschlossen, obwohl das Buchheim-Museum sogar über bauliche Veränderungen nachgedacht hat. Er verkauft seine Sammlung. Das sind 1000 Objekte, Skulpturen, Zeichnungen, Gemälde. Das sind seine Kinder, mit denen hat er sein Leben lang zusammengelebt, hat sie zusammengesucht, hat sie ausgewählt, einzeln ausgewählt. Und dafür wieder ein neues Zuhause zu suchen, das ist eine Aufgabe, eine seelische, eine psychische Aufgabe, und die fällt ihm nicht leicht. Die ersten 45 Werke kommen nun unter den Hammer. Das Interesse am Kunstmarkt ist groß. Wo die Kinder von Erich Heckel ihre Heimat finden werden, wer weiß. Taxiert sind sie zwischen 600.000 und 800.000 Euro.